So, liebe Leute, es geht weiter. Heute mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Da wollen wir heute den nächsten Dreier holen. Das wäre Sieg Nummer 4 in Folge. Nach dem gemurmelten 1:0 gegen den FC Kaiserslautern geht es heute mit Sandhausen. Dann geht es weiter mit Paderborn. Morgen um 14 Uhr natürlich, wie immer. Aber heute ist erstmal die Aufgabe SVS angesagt. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Match oder ins Richtung Match. Das ist dann Spieltag Nummer 29, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. 27, 28, müsste 29 jetzt sein, ne? Ja, ganz, ganz wichtig. Es geht langsam Richtung Saisonendspurt. Und ich will die Saison heute tatsächlich sogar noch durchziehen. Dass wir quasi dann ab der nächsten Aufnahmesession mit der neuen Saison durchgehen. Hier heute besonders im Auge behalten werden. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zeigen, ja, da läuft es im Moment. Wir sind live dabei. EA Sports. Heute melden wir uns aus einem verschneiten Stadion. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Willkommen zu echtem Winterfußball. Mein Name ist Rolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen. Und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Ja, ich denke, wenn wir jetzt Paderborn, dann geht's. Also, ich gehe jetzt Step by Step in Richtung Saisonfinale. Wie gesagt, Spieltag Nummer 29, dann haben wir Paderborn, wie gesagt, mit Spieltag, aber Spieltag 30. Also, es geht jetzt aufs Feld Richtung Freiburg. Ich glaube, danach müsste eigentlich schon Freiburg kommen. Aber schon. Na gut, das Spiel kann losgehen. Das ist das Heimspiel. Ja, bald, wie gesagt, an Paderborn. Dann müsste es eigentlich schon das Heimspiel in Freiburg kommen. Also es sind jetzt noch 2-3 Spiele und dann geht's zum Topspiel. Und da wollen wir dann definitiv auch den Sieg holen, um ein bisschen wieder Ruhe reinzukriegen. Vielleicht kriegen wir die Freiburger noch mal einknicken. Vielleicht patzen sie noch mal. Aber Fakt ist, dass wir jetzt auch nicht mehr patzen dürfen. Dass wir jetzt unsere Aufgabe lösen müssen. Aufgaben lösen müssen. Egal was da jetzt kommt, wir müssen unsere Spiele allesamt gewinnen. Freiburg hat doch ein bisschen Luft. Die haben 7 Punkte Vorsprung. Kriegen wir sie noch im Saisonendspurt? Zumindest, weil wir die 7 Punkte müssen wir aufholen, weil ich glaube, von der Tordifferenz sind wir vorne. Aber das ist erstmal halt die Aufgabe. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, Sandhausen ist vermeintlich ein leichter Gegner. War dann doch zu unentschieden. Aber das sind dann solche Spiele, wo du dann durchaus auch patzen kannst. Wie gesagt, in Karlsruhe gepatzt. Ne? Zum Beispiel, die unten gegen den Abstieg spielen. Ingolstadt, beide Spiele nicht gewonnen, Freiburg nicht gewonnen und. Ja, ja, eben, das ist gemacht, gemacht. Wir machen noch, wir sind noch da, hallo. Unsere Jungs atmen noch. Aber 7 Punkte sind halt schon mal so zum diesem Zeitpunkt der Saison schon ein gewaltiges Potenzial. Ich denke, das wird nichts werden. So, Peters aber die rechte Seite. Die haben sie jetzt ein bisschen besser im Griff als die Lauterer damals. Oh, nein, so. Den habe ich gar nicht gesehen, dass er drin war. Dass er schon vorbei am Keeper war. Aber Eckloff, 1-0, 15. Minute. Oder 14. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Oh, das war ein Torwartpatzer. Ein richtiger Torwartpatzer. Ich möchte da bitte nochmal drauf gucken. Haben wir da nochmal eine Reserve? Nee, das ist nur das Ende. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen nochmal.
Wir kriegen dann noch mal eine Wiederholung. So, da hätten wir also das 1:0. Fakt ist, das ist das 1:0. Und wir laufen. Wir haben den, uns läuft gerade so ein bisschen. Gutes Technik. Ja, das war zu. Das war zu weit. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Aufgabe. Ball geholt. Nur no, boah, der Top-Torjäger, 70 durch, aber der ist halt nicht vorne drin. Gerade. Und wieder ein Fehler von Sandhausen, der zweite geschenkte Treffer. Und es ist wieder Eckloff. Sandhausen macht bei böse Panzer da hinten drin und wir nehmen die Aufgabe mit. Wir machen die Tore, da ist es wichtig. Weil es war wieder ein Fehler. Hier vom Verteidiger, von der 4. Da ist der Ball und dann wird nicht lange gefackelt. Drin das Ding. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Heckloff, Doppelpack, Tor Nummer 22. Pedro, da wäre jetzt Platz. Ja, diesmal kriegen sie es ein bisschen hin. Jetzt bin ich gespannt, wie er es gibt den Freistoß. Hätte ich nicht gedacht. Sah schon relativ grenzwertig aus. Ja, es war ein Handspiel vielleicht, aber es war kein Hand. War kein. Es war jetzt nichts Dramatisches. So, der Freistoß dürfte Jonas Sterner sein. Werden. Würde ich sagen. So, der wird eher mit Gewalt drauf gehen. Könnte was werden. In die Ecke, in die Mauer. Und Morgana 0-3. Also 3-0. Der Innenverteidiger macht das Tor. 29. Minute. Pflichtaufgabe Sandhausen scheint schon gelöst zu sein. Der ist wohl einfach. Und da sah der Keeper auch nicht so gut. Also scheint wohl das dritte. Das zeigt ja die Wiederholung deutlich. Weil wieder macht der Keeper den Schritt da außen. Der ist, sieht einfach schlecht aus. Ganz, das ist der dritte Patzer, der bei seinen Häusern da hinten drin. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eindeutiges Resultat George. Ist hierhin. Nächster Ballverlust an 1000. Also wie gesagt, wir haben. Bisher kriegen wir es hin. Wie war? Ja, schwacher Ball hier. 1000 macht die Fehler hinten. Und wir machen alles unsere Tore hier an Jord. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Ja, schade. Da kommen wir leider nicht durch. Arne Sicker. Der ist durch. Ball kommt in die Mitte. Und hat ihn. Jetzt kehrt Ulrich. Erstmal wieder Ruhe ein. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Der Doppeltorschütze ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer. Aber ganz kurz, denn das könnte es sein. Nee, es diesmal machen sie es nicht. Wieder Eckloff. Der zwei Mann da ein bisschen zum Tänzchen, bitte. Jetzt hat er den Ball. Aber dann kriegen sie es doch hin. Gutes frühes Stören. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. So, eine Minute bei drei Toren. Es gibt Einwurf. Ja,
Nein. Das war aber gar nicht. Und damit ist Pause. 3-0. Ja, 3 Verpatzen in der Sardäuse. Machen wir die Tore. Der erste Durchgang ist vorbei. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Gar nichts. Auf die Reihe bekommt der Neuner. Der Gäste. Chancen hatten sie bisher noch keine. Gucken wir auf die anderen Spielstände. Da ist jetzt nichts dabei, was ich jetzt unbedingt als interessant sehen würde. Es geht halt nur um das Ergebnis vom SC Freiburg. Mehr nicht. Pedro, Tempo. Über die rechte Seite. Da kommt er nicht durch. Er steht gut und holt sich den Ball. Wenn man es hinten hinbekommt. Bisher zumindest. Aber da sind die Fehler leider woanders, teilweise. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Und Werner. Der hat den in der Hand. Gut den Ball verteidigt. Starker Zweiger. Er steht im Abseits. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass er dann doch nochmal in Position war. Aber es war Abseits. Also, ergo ungefährlich. Verteidigt da den Ballbesitz. Sie holen sich den Ball. Ulrich. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Und Werner verhindert. Hier das vierte Mal ein Erfolgserlebnis. Er behält einfach. Aber es ist verdient. Es ist sowas von verdient, diese Situation. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Jetzt der Schuss. Und den Ball hält er problemlos. Naja, zumindest Pedro, der verhindert, dass da jemand durchkommt. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ich habe so schon gesehen, dass er den nach langen spielen wollte. Sicker, der eigentlich gut gespielt hat da hinten. Der eigentlich einige so gute Situationen hatte. Ja, meiner Meinung nach ist das Abseits gewesen. Und da ist mal wieder ein Gegentor. 1-3. Man spielt tatsächlich. Und es ist George. Ausgerichtet unser ehemaliger. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gut gemacht von Sterner, der jetzt mal wieder gegen 3. Ne, diesmal kriegt das nicht hin. Der dritte war dann, der vierte war dann zu viel. George. War geiler. Gut gelöst da. Abwehr muss so langsam Pedro, Pedro. Gut, das Ding da von Pedro. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Hat er gut gelöst. Da zumindest versucht. Jetzt kommt die Ecke. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Erstmal geblockt. Ja, schade. Okay, ich dachte vielleicht Elfmeter oder so. Haben auch schon lange keinen mehr gehabt. Weder gegen uns noch, mit für uns. Soll mir aber persönlich recht sein. Wird das seine Torchance? Und jetzt die Chance. Nicht Boah! So ein harter Schuss ist nicht den immer die beste muss absolut mehr nur wo eigentlich. Ohne Probleme. Au, oh, wieder so ein knappes Ding. Ja, schwacher Ball hier. Und das Novoa, und das gibt den nächsten Freistoß. Und das ist wieder so ein Sternerling. Der hat gegen Kiel mal zwei Freistoße versenkt, ziemlich direkt. So, und wenn der Keeper, der hat ja schon so zwei so Dicker auf dem Schirm. Macht er? Jetzt die Chance. Ja, auch da sah nicht so 100% safe aus. Aber hat er. Gut aufgepasst, eine gute Aktion vom Torwart. Ecke, Sterner. Jetzt der Eckball. Gut reagiert vom Torhüter.
Ja, scheinbar hat man. Darmstadt 98, alle Infos gibt's im Studio. Wir haben hier das erste Tor für Darmstadt. Neuer Spiel. Da ist die Chance. So, und jetzt ist es das 4-1 durch Noboa. Und es ist wieder ein Torwartfehler. Weil dieser Ball, den darfst du nicht so auf den Stürmer spielen. Souveräner Auftritt. Eben noch so zwei, drei gute Dinger gehalten. Jetzt sind Torwartfehler 4-1 auf jeden Fall. Bayreuth überrollt Sandhausen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Also spielt er auf den Abwehrspieler, der kann auch den nur nach vorne zu kämpfen und dann ist es dann, ist es das Ding. Gemacht. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Jetzt ist er vorbei. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Jetzt der Schuss. So, jetzt kann man schnell mal durchwechseln. Es gibt, glaube ich, noch Abstoß. Ich glaube nicht, dass der drin war, dass der dran war da. So. 1, 2, 3, 4, 5, ja mal. Einsatz, da ist er da. So, jetzt wechseln wir einmal kurz durch, damit alle mal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Tana, der spielt ja nur zu kurz auf die. Kind Zombie. Da haben sie die Chance. Halten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Nee. Da, Schlusspfiff. So, und dann ist Ende. Sieger dieser Partie. Man holt sich die drei Punkte. Also 4-1 schlägt man an. Den SV Sandhausen. Jetzt geht es weiter mit Paderborn. Überzeugend. Und dann, wie gesagt, müsste eigentlich das Topspiel gegen den SC Freiburg kommen. Im Heimspiel. Hinspiel in Freiburg knapp mit 2-1 verloren. In der letzten Minute hat der Elfmeter den Stimmtag gekriegt. Jetzt wollen wir das Heimspiel gewinnen. Gab's außerdem auch noch. Ja, heute rein. Wirklich unglaublich aktiv überall zu finden. Ja. Und das hat die Nebenleute natürlich. Machen wir doch, oder? So, gut. Pflichtaufgabe. Die nächste Pflichtaufgabe gelöst. Jetzt gehe ich mal nicht ins Interview, sondern einfach weiter. Gucken wir gerade auf die anderen Ergebnisse, die haben wir hier. Aber wie gesagt, Freiburg hat noch nicht gespielt, glaube ich, meines Wissens. Doch, haben sie. Sie haben nämlich gewonnen. Mit egal wie, aber sie haben gewonnen. So, Darmstadt steht jetzt Dritter. Ja, jetzt gegen den SC Paderborn, also in der nächsten Partie gegen den SC Paderborn und dann müsste eigentlich schon Freiburg kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann geht's weiter.